In today's lesson, Zungenbrecher. Hi there. Tongue twisters are a great way to practice pronunciation. So today we're going through the ABC using tongue twisters. I'm going to read them out once, slowly, and then you can repeat them as often as you want and go faster each time, and you will see it gets a lot trickier the faster you go. All right. A. Acht alte Ameisen aßen am Abend Ananas. B. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. C. Wenn Christian in der Chemie seinen Charme versprüht, gehen Carla, Christa und Corinna zum Chef ins Cellozimmer. D. Die dicken Damen dürfen heute nur dünne Dosen mit Dickmilch essen. E. Der ehrliche Erbe erhält eine erfreuliche Menge an echten Erlen. F. This is a tricky one. Fischers Fritz isst frische Fische. Frische Fische isst Fischers Fritz. G. Graben, graben, Gräber, Gruben. Graben, Gruben, Gräber, Gräben? Nein. Graben, Gräber, graben, Gräben. Gruben, Gräber, graben, Gruben. H. 100 hungrige Handwerker haben Heißhunger auf Hamburger. I. Auf der Insel trinkt Insa frischen Gin. J. Jeder Junge in Japan schreibt japanische Schriftzeichen mit jadegrüner Tusche auf jeansblauem Papier. K. Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klappern schlapper klangen. L. This is my favorite one, because it's cool. Der Leutnant von Leuten befahl seinen Leuten, nicht eher zu läuten, bis der Leutnant von Leuten seinen Leuten das Läuten befahl. Der Metzger wetzt das Metzgermesser mit des Metzgers Wetzstein. Mit des Metzgers Wetzstein wetzt der Metzger sein Metzgermesser. And another one with M. Wenn manchemann wüsste, wer manchemann wär, gäb manchemann, manchemann, manchmal mehr er. Doch manchemann weiß nicht, wer manchemann ist, drum manchemann, manchmal vergisst. N. Nonnen nähen Nasenwärmer, im nächsten Neujahr nimmermehr. NG. Ng. Wange, lange, Zange, singen, klingen, springen, Lunge, Junge, Zunge. Just a random couple of words to practice that. O. Ober, über, Oberammergau oder aber über Unterammergau oder ob er überhaupt noch kommt, ist ungewiss. And then there's a funny little word with O. Which can be a tongue twister in itself. It's Ohrkatzelschwurf, which is Austrian dialect for Eichhörnchenschweif, which means the tail of a squirrel. Ohrkatzelschwurf. P. Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Q. Quälende Qualen erleidet die Schnecke beim Queren der Quelle. R. Russische Russen rutschen, russische rutschen, russisch runter. S. Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken schlecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken, Schnecken nicht schmecken. And another one with S. Sechs sächsische Säufer zahlen 10 tschechische Zechen. T.
Teigwaren heißen Teigwaren, weil Teigwaren Teig waren. U. Unter Umständen unterrichtet der zu Unterrichtende den Lehrer auch. And another one with U, or rather Ü. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. V. Der Vogel will vom feinen Futter naschen. And another one. Viel Wasser fließt den Flur entlang. Den Flur entlang fließt viel Wasser. W. Wer nichts weiß, aber weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. X. Xaver spielt das Xylophon. Die Hexe hört es voller Hohn. Z. Am 10.10. 10.10 Uhr zogen 10 zahme Ziegen 10 Zentner Zucker zum Zoo. Another one with Z. Der Zweck hat den Zweck zu bezwecken. Und wenn der Zweck den Zweck nicht bezweckt, dann hat der Zweck überhaupt keinen Zweck. Puh. And finally, I want to tell you a little language joke in German. Listen. Treffen sich ein Engländer, ein Franzose und ein Bayer. Meint der Engländer, unsere Sprache ist so schwer. Wir sagen Empire und schreiben Empire. Daraufhin der Franzose, unsere Sprache ist noch viel schwerer. Wir sagen Bonjour und schreiben Bonjour. Ach, meint der Bayer, das ist doch gar nichts. Wir sagen, was hast du gesagt? Und schreiben, was meint der gnädige Herr? I hope you enjoyed this lesson and learned quite a bunch. So, yeah. I hope I'll see you again soon. Bye.